Auf gar Hallo. keinen Fall. Auf gar keinen Fall ist sie das. Die ist für die ESA da oben. Das pisst mich jetzt aber, das pisst mich gerade wirklich straight up richtig an. Dass das, Was pisst dich an? dass das nicht richtig, dass ich hier falsche Informationen zugeliefert komme. Und immer noch, also halt jetzt eine der Quellen, denen ich normalerweise Vertrauen schenke, sagt das eine und die andere Quelle sagt das andere. Und es ist nicht so, als wäre das irgendwie schwer zu tracken, wer gerade im Weltraum ist. Gideon, das ändert sich so oft. Was erwartest du hier? Also jetzt mal ohne Scheiß. Nicht mal die fucking Chinesen sind richtig. Wieso, wie viele gibt es denn davon jetzt momentan? Also Also im im Weltraum. Weltraum drei. Im Aber das Weltraum sind auf der einen Seite drei. sind das andere drei als auf der Seite hier. Was? Es gibt verschiedene Webseiten, die tracken, wer gerade im Weltraum ist. Und die zwei Hauptseiten davon widersprechen sich jetzt gerade. Ja, aber was die ISS betrifft oder was Ja, Allgemeinheit alles. betrifft? Alles. Ah, okay. Die, ich meine, die Russen, Amerikaner, Europäer sind ja auf der ISS. China hat seine eigene Raumstation. Current ISS Crew, ISS Fanclub. Das muss jetzt aber Also, wenn du dich legit nicht auf sein. den ISS-Fanclub verlassen kannst, Also wo dann kann kommen ich wir auch dann niemanden mehr hin? verlassen. Dann kannst du es auch direkt sein lassen. Das sind ganz andere Leute. Was zum Fick? Vielleicht haben die Was auf ist los? Twitter Ist die die fucking. aktuellsten Infos. Ist die Weltmaschine kaputt? Naja, das betrifft ja außerweltliche Sachen, also. Ist der Weltraumserver abgestürzt? Das sind, weißt du, das sind diese 9 Lichtsekunden oder was auch immer, Delay zwischen uns und Die der sind nicht ISS. auf dem Mond, Alter. Ja, auf dem Mond ist es zwei Das Minuten? neun Sekunden wäre hinterm Mond sogar. Das google ich jetzt. Alles klar. Willkommen zu dem sechsten Recherche-Podcast. Station Crew. Und jetzt, das ist wieder Lichtsekunde. noch eine andere Gruppe auf der offiziellen Seite von der NASA. Der Mond, also die durchschnittliche Distanz zwischen Erde und Mond sind ungefähr 1,2 Lichtsekunden. Ja, du hast gerade 9 Lichtsekunden gesagt. Die ISS ist nicht mal im Weltraum. Ja, vielleicht, weißt du, die maximale Lichtdistanz ist, sind sicher 18 Sekunden. Und Was? das geht sich aus mit der ISS, okay? Wenn die ISS explodiert, dann sehen wir das gar nicht mehr, weil dann sind wir tot. Wie, aber jetzt ohne Scheiß, jetzt habe ich noch ein drittes Set an Informationen, das dem ursprünglichen Set wieder Die widerspricht. sind alle in verschiedenen Welträumen. Ist die ISS instanziert? Was zum. Dedicated Ja, die Europäer haben halt den Endboss schon getötet und die Instanz beschädigt. Und die Amerikaner sind halt scheiße, deswegen sind die halt noch drin. Ja, Wie in WoW. wir spielen auf verschiedenen Levels zwischen den verschiedenen Space Agencies und deswegen können wir nicht gemeinsam raiden. Genau. Who's on ISS Crew now? Aber das ist doch. Kennt ihr diesen Reddit-Post, wo einer so sagt, ich bin 32 und meine Freundin ist 15, können wir gemeinsam spielen? Und stellt sich raus, es geht um WoW. Und das ist ihre Levels. Den habe ich gesehen, ja. Auf dem WoW-Server. Das war lustig. Das heißt, ich bin gerade. Es ist mir gerade wichtig. Weil, aber das ist halt irgendwie so ein wiederkehrender Witz auch. Das ist genauso wie auf dem Formel 1-Subreddit immer gepostet wird: What is your least favorite race? Sind das alles Alles. Rassisten auf dem Formel 1 Subreddit? Okay, ich tue mal die ganzen. Das hier ist eine Das Seite, ist. wo drauf steht, wer gerade im Weltraum ist. Das ist die Seite, die drauf steht, wo gerade im Weltraum ist. Hier steht das nicht.
So, das ist eine andere. Das ist halt auch eine andere, die ein bisschen unübersichtlicher ist. Das ist also Wikipedia. Okay, also laut Wikipedia ist Pyotr Dubrov jetzt gerade an Bord, ja? Laut der List of Visitors to the International Space Station ist er jetzt gerade an Bord. Laut der NASA, ich finde den nicht auf der NASA-Webseite, auf der International Space Station Website, Wikipedia Space steht das nicht. Auf Who is in Space finde ich ihn auch nicht. Und auf How Many People Are in Space finde ich ihn auch nicht. Ja. Also ich schätze das, was... Und auf der deutschen Seite davon auch nicht. Ich schätze, du solltest schauen, was... Also im Moment ist die Internationale Weltraumstation in ihrer 68. Expedition. Ja. Und du kannst die Crew der Expedition anschauen. Die, ja, das ist so ein bisschen kompliziert. Weil die ja immer, das ist nicht immer, die Expeditionen sind nicht immer ganz klar, wer gerade davon im Weltraum ist und wer gerade nicht. Genau, also hier ist es wieder. Diese, ja. Die ist hier. Wer ist hier? Die sind noch, nee, okay. Okay, laut Wikipedia sind die noch nicht losgeflogen. Also laut der einen Wikipedia-Seite sind die noch nicht losgeflogen. Doch nach der anderen irgendwie schon, weil die ja schon im Weltraum sind. Ja. Aber es ist ja auch so, dass es gibt ja schon einen Unterschied zwischen den Websites How many people are in space right now und wie viele Menschen sind gerade im Weltraum. Nee, weil das ist ja... Was? Das ist doch nein, genau das Gleiche. Das ist ja genau das, was... Das ist genau dasselbe, aber es gibt einen Unterschied, also halt in den Leuten, die da sind. Ja, genau, aber das hat ja, das ist auch auf der NASA-Webseite eine andere. Ja, aber es ist halt dieselbe, also es ist halt einfach dieselbe Website, aber auf der anderen Sprache und es gibt unterschiedliche. Wieso? Sprache, weißt du, wenn du dir das offizielle Bild dieser Crew ansiehst, wirken die irgendwie so prozeduell generiert? Warte, nein, das ist nicht das, was ich meine. Die Leute. Vielleicht ist das wirklich einfach random. Der Weltraum so. Ist nicht echt. Das ist die Verschwörung vom großdeutschen Volk. Nicht das Foto meine ich, sondern das Foto hier. Die wirken wie durch Algorithmus generiert. Wie this person does not exist. Naja, das sind die Bilder, die macht gerade Gideons also, PC. Das Problem ist, ich kenne einige von denen, also ich kann die identifizieren. Ich weiß, wer das ist, weil ich so ein Weltraum-Nerd bin. Weswegen mich das halt gerade auch übelst schockiert. Ich komme damit überhaupt nicht klar, was ich gerade lese. Stell dir vor, wir hätten einen ukrainischen Astronauten. Der gerade auf die ISS ist. Aber gab es mit Sicherheit schon. Ja, schon klar, aber. Stell dir vor, die würden da gerade diplomatische Konflikte lösen müssen. Okay. So der ukrainische Astronaut nimmt das Borscht, das für den Russen gedacht war, und dann gibt's gleich wieder ein Referendum, was zur Russischen Föderation gehört. Es ist ja frostig genug dadurch, dass halt Russen und Amerikaner und Europäer gleichzeitig da oben sind. Die müssten sich da schon mal arrangieren, denke ich. Es gibt auf der englischsprachigen Wikipedia eine Liste der Leute aus der Ukraine. Okay, also laut der Wikipedia-Seite von Expedition wir sind nur noch eine von Expedition 96 entfernt. Ich weiß, ich hab's mir auch gedacht. Okay, da sind einige von denen sind off-station, so. Unter anderem die Kommandeurin Samantha Cristoforetti. Okay. Hier ist, laut der hier sind momentan von dieser Prokopjev, Petelin und Rubio da. Das ist auf der Who is in Space Seite. Willkommen zum Großraum-Podcast übrigens.
steht halt, dass die im April hochgegangen sind, aber die sind nicht hoch und das ist halt nicht passiert. Wieso ist das falsch? Und laut der anderen Website ist keiner von denen da oben. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn ihr hier im Discord über diesen Smiley-Button geht, einfach nur so drüber mit der Maus, dann ändert sich der Smiley? Ja. Das ist mir gerade aufgefallen. Okay. Cool. Cool. Das ist echt eine Sache. Nice. Ja, finde ich auch. Haben wir es jetzt hier mit dem Weltraum? Der erste Chinese auf der Website ist einfach mal Chen Dong. Ich hätte heute irgendwie ein Bild in meinem eigenen Kopf gemacht mit mir selbst. So, do Chinese people even exist? Do people really expect us to believe that there's people called Ching Chong Ding Dong? Wieso gibt es auf whoisinspace.com eine Sektion, wie viele Toiletten es gibt? Ja, aber die Zahlen sind überall gleich. Und wieso hat die chinesische Raumstation nur eine, während die ISS 4 hat? Das Amerikaner scheißen mehr. Die Chinesen sind sich da nicht so. Tianhe. Das ist egal, wenn da schon einer drauf ist. Das stresst mich gerade so derbe, Alter. Tianhe. Gehen wir mal zu C, wie halt Cristoforetti. Okay, also hier steht halt drauf, dass sie nicht an Bord ist. Moment, ist es doch. Würdest du das James Webb Teleskop als einen Roboter klassifizieren? Nein. Im weitesten Sinne. Laut Who is in Space sind nämlich gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktive Roboter am Weltraum erkunden. Und eines davon ist das James Webb Teleskop. Was ja, also das Ding bekommt halt Befehle geschickt, aber es macht halt sehr viele Dinge auch, also das, ne, das schickt dir, es ist nicht so autonom wie ein Rover, weil, naja, es ist halt nicht so weit weg. Die Rover zählen da übrigens nicht dazu, Mars ist nicht Weltraum scheinbar. Ich glaube, es gibt auch gerade, doch, es gibt gerade, gibt es gerade aktive Mars? Natürlich. Ich weiß es nicht. Curiosity, nicht? Ist Curiosity immer noch aktiv? Ich glaube schon. Curiosity. Das wird bestimmt helfen jetzt. Willkommen zum großdeutschen Weltraum-Podcast. Über Weltraumdinge reden, die im Weltraum passieren. Ja, weißt du, vor 80 Jahren war das Thema des großdeutschen Podcasts noch Lebensraum. Jetzt ist es Weltraum. Ja, siehst du. Von wegen Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Ja. Also laut Wikipedia ist Curiosity ein autogroßer Rover, nicht war ein Rover. Steht das dann irgendwie so zum Beispiel auch bei Viking und sowas? Also Viking ist gar kein Rover. Und Perseverance natürlich, der ist ja erst ein Jahr alt. Ist ein Rover kein Rover mehr, wenn wir einfach keinen Kontakt mehr dazu haben? Discuss. Also ja doch, aber dann ist er ja nicht mehr aktiv, so, weißt du, ja, was ich meine? Dann bist du ja auf Wikipedia. Also ich finde, ein Rover schreiben, während wir keinen Kontakt zu ihm haben, während er quasi nur herumsteht, ist er Schrott. Aber es ist ja so ein bisschen wie zu sagen, das ist ja ein Plotpoint. Ist ein Mensch, der tot ist, immer noch ein Mensch? Oder war er ein Mensch? Weil da schreibt Wikipedia ja auch, war. Das ist doch ein Plotpoint in The Martian. Rödingers Mars Rover. Ich habe The Martian schon was länger nicht geguckt. Da hat er ja eine ganze Weile lang keine Kontaktmöglichkeit zur Erde. Ja. Und dann hackt er diesen Plan aus, einen alten Mars Rover, mit dem sie Kontakt verloren haben, zu holen und zu restaurieren. Nice. Weiß nicht mehr, welches. Ist wie, wenn du ein altes Auto als Hobby praktisch wieder auf Vordermann bringst. Ja, um es als Telefon zu benutzen. Also ich versuche jetzt mal nach der ISS auf Twitter. Meine Fresse. oh nein, ich habe versehentlich das Twitter von ISIS gefunden.
Welches ja auch. Welche Person hat, also welche, wer hat schon öfter quasi, um einem Ban auszuweichen, neue Accounts gemacht? Die ISIS oder Sargon of Akkad? Ich meine, ich glaube, Sargon hängt ja mehr dran als ISIS. Das ist ja nicht deren Haupteinnahmequelle. Die verdienen ja ihr Geld nicht über Patreon-Einnahmen, über Podcasten. Stell dir vor, die ISS hätte ein Patreon. Aber ein. Nein, ein OnlyFans. Also meinst du ISIS oder die ISS jetzt? Die ISS meine ich jetzt. Okay. Aber die ISS hat einen Podcast. Ich habe einen Islamic State-Account gefunden. Der hat 92 Follower. Nice. This is new Twitter of Islamic State. Here we talk about our love about Allah. Nice. Weed, das ISS Twitter, Microgravity. Microgravity? Das ist, wenn ein Zoomer dann deinen Twitter-Account irgendwann macht, dann. Wer ist der jüngste Astronaut? Shitpost. Der jüngste aktuelle Astronaut. Youngest current astronaut. Alyssa Carson, Alter. Wie alt ist sie? Nein, sie ist nicht. Die war aber bisher nicht im Weltraum gewesen, though. Youngest woman in space. Der jüngste Astronaut, der jemals den Weltraum erreicht hat, war Sally Ride. Die damals 32 war. Nee, Valentina Tereshkova war 26. Nice, ich habe noch 7 Jahre, alles klar. 5 Jahre. Ich kann nicht Mathe, also funktioniert. Valentina Tereshkova war 26. Ah, dann bin ich tot. Valentina Tereshkova. Oh mein Gott, und sie ist jetzt Duma-Mitglied? Ja, ja. Super viele Astronauten sind in. Ich meine, das ist in Amerika ja nicht anders, dass viele von denen. Das sind moderne Helden. So. Valentina Tereshkova sieht scary aus auf ihrem Wikipedia-Bild. Übelst, Alter. So richtige fucking Auftragskiller-Vibes. Okay, aber die sind alle nicht current. Also, Juri Gagarin war so alt wie ich jetzt gerade. Was? Ja, er war 27. Damn, son. Ja, ja. Alle meine Träume sind tot. Juri Gagarin auch. Stimmt. Dann sind wir okay, es gab anscheinend einen Touristen, einen Weltraumtouristen, der 18 war, aber das zählt ja nicht. Die zählen ja nicht, der hat ja einfach nur geerbt. Ja, eben. Das, ja, also immer noch richtiger Big Dick Move von wer war das? Nicht NASA, sondern irgend so eine Weltraum-Enthusiasten-Community, die Definition von Weltraum geändert haben am Tag, bevor Jeff Bezos seinen Flug gemacht hat. Ja, das waren nicht einfach nur irgendwelche Weltraum-Enthusiasten, das waren die internationale Weltraumbehörde. Also das ist wirklich, die haben das so gemacht, so nee. Weltraumbehörde? Du nicht. Also es gibt ja internationale Gruppierungen, für die sowas entscheiden. Also die Jüngste, die momentan dazu trainiert, Astronautin zu werden, ist 21. Mhm. Aber you know, das ist halt, die war halt noch nicht im Weltraum. Ja. Ich ohne Scheiß, ich sage es dir, weil du googelst Youngest Current Astro, du kriegst 15 verschiedene Ergebnisse. Viele yes. davon sind Listen. Yes. Google hat übelst an Präzision der Suchergebnisqualität abgebaut. Hat das das? Übel. Ich glaube, das ist einfach nur das Thema, um das es geht. Denn ich glaube, niemand hat jemals einen Astronauten gesehen. Ich glaube, das ist eine Verschwörung. Ich glaub, das also ich habe mal darüber nicht. Das ist wie der Klimawandel, weißt du? Ich habe tatsächlich mal mit einem Astronauten geredet.
Ja. Und ich komme aus Bielefeld. Das war in Chorweiler, in diesem großen Einkaufszentrum. Da hatten in die Chorweiler, so eine Ausstellung. In Chorweiler hat er einen Astronauten gesehen, ja. Die hatten so eine, die hatten den Chorweiler halt in diesem Einkaufszentrum. Oder Hackes oder Chorweiler, halt eins von den Dingen, dieses Einkaufszentrum nicht haben. Wird nicht besser. Es wäre halt, jetzt lustig gewesen, wenn dieses Treffen tatsächlich in Bielefeld gewesen wäre. Also im Endeffekt, ich kann nicht mehr. Also er hat halt angefangen zu reden und der hat halt so didaktisch gearbeitet. Und hat halt immer so gefragt, so, hey, wer kennt denn, wer weiß denn das und das? Und ich wusste halt alle Antworten. Es ist scheißegal, was der erzählt hat. Ich konnte praktisch seine Sätze beenden. Ich war, keine Ahnung, irgendwie 9. Und er hat halt, also der fand mich auf der einen Seite halt echt cool, aber der meinte halt auch so, du hast das aber hier aber schon mal gemacht. So nein. Das hat er mir nicht abgekauft. Also es ist gerade jemand in meine Wohnung eingebrochen. Ja. Du hast zu viel gesagt, Gideon. Ja, bestimmt wieder irgendein Astronaut. Es ist der Astronaut. Er hat dich gefunden. Also nein, scheinbar hat er dich nie aus den Augen verloren. Ja. Ich habe mal Heroin genommen, da habe ich auch Astronauten gesehen. Ich glaube, als ich neun war, habe ich auch Heroin genommen. Ja. Also kriegst du mich gerade, wo du erzählst hier von Astronauten und dass es die überhaupt gibt und sowas. Keine Ahnung. Was ist nicht los mit dir? Hast du doch impfen lassen. Möchte eigentlich mehr über Politik reden? Mehrfach. Ja, deswegen, ne, klar. Wenn man Heroin nimmt, dann hat man nämlich schon Erfahrung damit. Dann lässt man das einfach. Mit Heroin? Ja. Ich meine, ja. Ach ja. Also anscheinend im Jahr 2020 in der ESA Selection für Astronauten haben sich rund 466 allein Österreicher gemeldet. Als Astronauten? Und dafür was können, um sich zu melden? Zu bewerben. Ach so, okay. Nice. Also das ist einfach nur so, das ist für das Training sich bewerben. Ja. Also kann ich da einfach so, ich als... Ich hoffe nicht. Also, weil ich würde das einfach aus Jux und Dollerei machen. Ja, ich auch. Es gab ja mal diese... Keine Ahnung, es kann ja funktionieren. Es gab ja auch mal so einen Aufruf so, hallo, meldet euch als die Leute, die die ersten Mars-Kolonisten sein werden. Ja gut, das würde ich aber nicht wollen, weil ich dann mit Elon Musk zu tun haben muss. Und dann irgendwie dem ja auch so ein bisschen vertrauen muss, weil er hat ja da schon auch was mit zu tun. So mit oder es ist halt nicht von Elon Musk und du fliegst halt dann zum Mars und baust so eine Defense Force auf gegen Elon Musk. Es ist vom oh, es ist so wie wenn so ein Thermomix rauskommt und Hofer macht, also Aldi macht auch einen. Du bist dann in der Store-Brand Mars-Kolonie. Aldi Thermomix. Yes. Die Aldi-Weltraum-Kolonie. Aldi Terramix. Dann kommst du irgendwann auf dem Mars an und merkst, dass die Nazis von der anderen Seite des Mondes schon kolonialisiert haben. Ne? Fuck. Kolonisiert haben. Bist du bei Aldi Mars? Was? Als Aldi Mars. Aldi Nord, also der Mars ist ja, der Norden des Marses ist ja deutlich niedriger als der Süden des Planeten. Das heißt, wenn du da praktisch, wenn du Wasser auf den Mars bringst, würdest du jetzt halt im Norden einen großen Ozean. Niedriger als der Süden? Ja, halt von der Elevation. Ach so, okay, ja, das ist... Also wie ist das auch nur im geringsten ambiguous? Naja, dass halt der Norden unten ist. Ja, die Frage ist halt, das ist einfach ein Ball im Weltall. Also, was ist oben, ja, genau. Was ist unten? Wo sind wir? Was machen wir hier? Das messen wir an der Plane of the Ecliptic. Halt Klappe.
Okay, ja, ich werde keine 500 Megabyte Bilddatei hochladen können. Danke, ich wollte doch nur ein kleines Bild hochladen. Wo man das gut erkennen kann, was die Elevation vom Mars ist, Alter. Mars. Du kannst doch einfach einen Link schicken, weißt du das? Okay, jetzt habe ich einfach nur Mrs. Elevation geschrieben. Sag mal, hast du was genommen bevor? Während du auf mich warten musstest? Ich musste mir ja irgendwie die Zeit vertreiben, ne? Topografische Karte also des Mars. So. So, hier ist eine. Mit Nord- und Südpol auch noch drauf. Und wenn du halt, ne, wenn du feststellst, also oben, das Blaue ist halt niedriger. Obviously, das ist halt dann das nördliche Gewässer. Und halt diese Bucht, die dann unten reingeht nach Richtung Marineris über Margaritifä ist Krüsee. Der tiefste Punkt tatsächlich vom Mars, allerdings Hellas, was, wenn ich mich recht entsinne, auf der anderen Seite ist von Olympus Mons, den ihr bestimmt auch finden könnt, weil der ziemlich heraussticht auf dieser Karte. Ja. Mehr wie Olympus Monster. Ich liebe es, dass ich sowas weiß, aber nicht genau weiß, wo ich Behälter für Eiswürfel kaufen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass es die bei Rossmann gibt. Aber ich habe das letzte Mal vergessen nachzugucken, als ich da war. Will wir über Politik reden? Ja, lass mal über Politik reden. Endlich. Endlich Themen. Ich lese gerade einen ultimativ basierten Tweet von Garry Kasparov. Aha. Oh damn. Der auf Elon Musk geantwortet hat. Also Elon Musk hat irgendwie geschrieben, dass er ja, dass man die Elections halt, also diese Annexionsscheiße dann, diese Umfrage, was weiß ich, Volksbefragung, wie auch immer man das nennen möchte auf Deutsch, ohne dem Ganzen demokratische Legitimation zu geben, dass man das ja unter UN-Supervision wiederholen sollte und dann, wenn die Leute dann halt wollen, dann soll das halt Russland gehören und wenn nicht, dann soll Russland sich verpissen und so. Und er hat halt darauf geantwortet, ja, das ist völlig idiotisch und ist einfach nur Wiederholung von Kreml-Propaganda, weil er keine Ahnung davon hat, wie das da überhaupt läuft und dass er überhaupt dass er überhaupt es wagt zu, wie sage ich, dass er überhaupt es wagt anzudeuten, dass man Russland jetzt mit Land belohnen sollen würde, belohnen sollte danach. Ja. It is not too late to delete this and say you were high. Please do. Nice. Ja, ich weiß auch nicht, wie Elon Musk ist berühmt, weil vor 20 Jahren fucking PayPal seine PayPal-Alternative gekauft hat. Ja? Und von dem Geld hat er dann sich einen Tesla eingekauft. Und dadurch ist er jetzt famous. Und er meint, entscheiden zu können, wie man Frieden in der Ukraine stiften kann. Ja. That tracks, honestly. By the way, Philipp, du bist doch in dieser Schachwelt drin praktisch. Ich habe gehört, dass Magnus Carlsen gecheatet hat. Nein. Magnus Carlsen beschuldigt einen Competitor. Okay, ist das der Typ, der beschuldigt wurde, ein Bluetooth-Vibrationsei im Arsch gehabt zu haben, als er Schach gespielt hat? Das war ein Meme. Genau. Es wurde gesagt, dass er wahrscheinlich schummelt, weil er auch schon früher geschummelt hat. Und die Leute auf Reddit großteils haben dann spekuliert, wie er wohl geschummelt haben sollte. Und daher kam das mit dem Vibrations-Anal-Beats.
Okay, aber es wäre lustiger, wenn das wirklich passiert wäre. Ja. Es wäre lustiger und es ist ja auch eine ist Möglichkeit. Das jetzt so, ist einfach... Nicht... Aber es ist halt so, die Sache war halt die. So, der Typ, und ich weiß nicht, wie der heißt, weil ich... Irgendwas mit Nielsen? Das wüsste ich, weil es gibt... Niemann. Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass er halt... ich glaube, das habe ich sogar live gesehen. Weil halt er dann gegen Carsten gespielt hat und Carsten hat halt im Prinzip einen Zug gemacht und dann aufgegeben. So dagegen. Ja. Und dann halt kam das halt auf. So erstmal haben die Leute halt natürlich direkt Drama, Shitstorm und so, weil halt bekannt war. Also nicht nur Magnus Carlsen, sondern halt auch anderen Leuten, dass der halt der Typ Niemann, keine Ahnung, wer das ist. Ich müsste es mal googeln, dann wüsste ich, worüber ich rede. Aber gut. Weil der halt schon online gecheatet hat. Das aber auch, das ist belegt und ich glaube, der wurde dafür auch gebannt. Von bestimmten. Ja, Niemann. Okay, von bestimmten Schach-Websites. Steam Guard Bann. Ja, und dann hat irgendwann, ich glaube, ein paar Tage später, ich weiß nicht, irgendwie ist ein bisschen Gras drüber gewachsen. Irgendwann hat Magnus Carlsen dann halt irgendwie einen Twitlonger gepostet und dann, ja, gab es ein bisschen. Er hat sich ewig Zeit gelassen, Carlsen. Ich glaube richtig 1,5 Wochen. Ja. Und halt währenddessen, und auch schon vorher, kam halt so, ja, gut, das ist halt, online ist halt belegt, dass der Typ gecheatet hat, aber wie soll das offline funktionieren? Und dann kamen die Leute halt auf Ideen. Und so kam das halt mit diesen Anal Beats auf und was weiß ich. Was ich krass finde, ist, dass er dass Magnus Carlsen praktisch nach einem Zug aufgegeben hat. Ja. Ja. Es war ein bisschen eine Drama-Aktion von ihm. Ich weiß nicht, wenn ich halt in seiner Situation wäre und halt der Schachspieler wäre, ne, ja, dann würde ich mir das wahrscheinlich, also ich könnte mir eine Welt vorstellen, in der ich jemand wäre, wo ich keinen Bock hätte, gegen jemanden zu spielen, der halt cheatet. Aber das müsstest du, also das, da müsste er mit der Preconception reingegangen sein, dass er cheaten würde, weil du es nicht mal, wenn du fucking Magnus Carlsen bist, kannst du nach einem Zug sagen, der cheatet. Nee, also das ist auf jeden Fall. Ich würde schon davon ausgehen müssen, dass er cheatet, aber ich würde halt auch so sagen, das ist dann aus Prinzip, dass ich gegen so jemanden nicht spielen möchte. Auch wenn er einfach nur jetzt nicht cheatet, aber vorher schon gecheatet hat. Das kann ich mir vorstellen. Da wäre ich auch ein ziemlicher. So Hand, wie ich das im Kopf habe vom Statement von Carlsen, hatte er sich also quasi mit der kürzlichen History von Niemann vertraut gemacht. Und hat einfach gefunden, die Entwicklung, die er durchgemacht hat in seinem Spielstil, ist unwahrscheinlich. Auch in letzter Zeit. Aha. Ich weiß nicht. Das kann man schwer konkretisieren. Ist ein bisschen so Schach wie. Schach ist so ein mega krasser Fachbereich. Ja. Also, Leute sind ja. Also, das ist ein. Da sind wir wahrscheinlich so ein bisschen wie Leute, die keine Ahnung haben, wo man rausfindet, wo die gerade im Weltraum ist. und dann halt auf dem Podcast darüber reden. Wir sollten uns den NASA-Podcast hier anhören. Vielleicht ergibt es einfach Live-React zum NASA-Podcast. Wir sollten einfach der NASA-Podcast werden. Wir haben mehr Ahnung. Also die ja, zum Beispiel, wir wissen, dass Astronauten nicht existieren. Ja. Nächste Woche ruft einer von uns bei NASA an und fragt, könnt ihr uns sagen, wer gerade im Weltraum ist? Okay, Moment, NASA-Telefonnummer. Das ist wie dieser Typ, der bei Reddit schreibt, whom do you email when you have theories? Kontaktiere NASA, damn. Die haben echt eine Kontaktseite. Okay, infocenter@hqnasa.gov. Copy.
Was meinst du, was die für E-Mails kriegen, Alter? Okay. Oh, damn, die haben wirklich eine Telefonnummer angegeben. Ja, aber ich möchte da jetzt nicht anrufen, weil ich glaube, das ist teuer. Es hebt einfach jemand auf der ISS auf. Das ist wie. Was meinst du, welche Durchwahl die zur ISS? Die Simpsons haben das schon mal gemacht, wo Bart halt in Australien anruft, um herauszufinden, ob die Klos andersrum abspülen. Ja, ja. Und dann geht's andersrum. Und dann sagt er dem Burschen, er soll bei seinem Nachbarn nachschauen. Und weil der Bursche eben irgendwo im Outback lebt, radelt er erst mal 3 Stunden zu seinem nächsten Nachbarn. Hell yeah. Ja. Nee, wer ist Mary Jackson? Mary Jackson ist scheinbar die Person, die, wenn man die NASA-Telefonnummer wählt. Mhm. Meinst du, die ist gerade im Weltraum? Wir können es ja nicht nachgucken. Kann ich mir nicht vorstellen, denn es gibt keinen Weltraum. Die NASA-Zentrale ist in Washington, D.C. und wieso überrascht mich das? Willst du, ich habe heute ein paar echt schlechte Tweets gesehen, ne? Willst du den schlechtesten Tweet sehen? Ganz sicher, ganz wichtig. Natürlich weiß ich, warum es... Oh, ja. Den hast du erst heute gesehen. Ja, ich war ja im Urlaub. Boah, du bist gar nicht so terminally online wie ich. Ich war ja jetzt eine Weile im Urlaub und da war ich ja gar nicht online im Urlaub. Ja, meine erste Reaktion auf diesen Tweet war, Leute sagen, man kann kein Haus für unter, keine Ahnung, 100.000 bauen. Aber ich habe es für den Preis einer Kopie Minecraft geschafft. Ja, und das Haus besteht auch aus purem Gold. Also, warte mal! Er hat zwei... Okay, das, was ich verpasst habe bei diesem Tweet, ist, dass er trotzdem 290.000 ausgegeben hat. Ja, also halt straight up! Das wäre auch genauso wie wenn er halt irgendwie so eine richtige Shitholder gepostet hätte, so von die habe ich für 290.000 bekommen. Das stimmt alles überhaupt nicht. Leute sagen, man kann sich für $290.000 im Metaverse ein Haus kaufen, aber ich kann kostenlos unter der Brücke leben. Ich habe ja jemanden gesehen, der auf Reddit so gemeint hat, ich habe einen Meta-Hund programmiert. Der auf Meta Gärten scheißt, um Meta Grundstücke zu entwerten. Das ist eine lustige Sache. Nee, weil den habe ich glaube ich letzte Woche. Wann ist der Tweet gepostet worden? Ist der Twitter-Handle von dem Dude seriously yo? Ja. Yo. Oh mein Gott, tatsächlich. Und er hat ein NFT-Profilbild. Ja, das ist sowieso, das ist der Mark of the Beast. Ja. Frag mal, wie viel das jetzt wert ist. Schön. Okay, vom 27. September, ja, da hatte ich noch Corona. Das war der Dienstag. 27. September. Da war deswegen, ich noch nicht in Deutschland wieder. Deswegen habe ich das nämlich auch gesehen. Ich will mir die Quote-Tweets ansehen, die werden denn so fertig gemacht haben, Mann. Zitierte Tweets. Da. Ja, hier auch. Oh, this looks easy to build in Minecraft. Warte mal. Oh mein Gott. Es ist noch widerlicher, das Ganze, weil scheinbar hat er das einfach gelogen, um viral zu gehen und seinen fucking Krypto-Scheiß zu bewerben. Nice. Wunderbar. Wow. Ich hasse es hier. Ich habe letztens, letztens halt sehr viele auf Twitter so Gesprächsanfragen, wo mich Leute mit, hey Honoré, weißt du, als wären sie meine Kumpels und wüssten, weil ich natürlich der Name, den ich benutze, ist Honoré.
Ja. Ich hab mal wieder ein Crypto-Angebot für dich. Willst du das? Und ich denke mir, also, Alter, fällt da irgendwer noch drauf rein? Es ist halt literally Wort für Wort dieselbe Nachricht von so 5 verschiedenen Accounts. Nee, Honoré, Brudi. Das ist genauso wie, wobei das finde ich momentan, habt ihr das gemerkt, dass momentan viele Spam-Mails, das ist gerade der neueste Trend bei Spam-Mails, ist praktisch für UPS, DHL und sowas, ihr Paket kommt an oder ihr Paket kann nicht geliefert werden und so. Ja, die habe ich noch nie gesehen, weil ich gucke nicht in meinen Spam-Ordner. Ja, ich kriege halt alle meine E-Mails, weil oft genug ich schon existenzielle E-Mails verloren habe, weil der Spam-Filter zu aktiv war. Ja, ich noch nicht. Der Spam-Filter filtert bei mir alles heraus, was mit meiner Universität zu tun hat. Nice. Ja gut, dafür habe ich halt eine eigene Uni, also E-Mail und so. Und dann. Ja, ich habe halt automatische Weiterleitung von allem. Ah, nee, ich lasse meine Uni-Sachen auf der Uni-E-Mail. Das ist mir wichtig. Mhm. Ja. Hey, das wollte ich posten. Wie kannst du es wagen, dieses klassische Schwert zu devaluen mit, was weiß ich, was diese Frau falsch gemacht hat? Keine Ahnung, dass sich Leute darüber aufregen. Aber Sie hat eine Flöte gespielt. Ich weiß ich nicht, warum nicht Leute sich über sie aufregen. Das stimmt nicht. Das Einzige, was ich von ihr weiß, ist, dass sie dick ist und irgendwie gar nicht mal so lustig. Okay. Wieso lustig? Sie ist eine Sängerin. Siehst du, okay, das scheint also ihr einziges Versprechen zu sein. Es gibt ein Lied von ihr, das super bekannt ist. Das ist It's About Damn Time. In a minute, I'm in the. Ich hab keine Ahnung. Ja. Sie hat eine fucking Flöte gespielt? Sie hat eine Kristallflöte, die dem Gründervater John Madison gehört hat, gespielt während einem Konzert und scheinbar dabei getwerkt. Okay, aber wie ist sie denn da überhaupt rangekommen an diese Flöte? Weil die Library of Congress ihr das Ding gegeben hat für ein Konzert. Okay, dann wird die Library of Congress doch wohl auch gecheckt haben, das ist eine Art Tänzerin, welche gelegentlich twerkt. Ist aber doch scheißegal, das interessiert da halt niemanden, außer halt irgendwelche fucking konservativen Spasten. Vor allem, scheinbar ist sie so richtig hardcore gebildete klassische Musikerin, die das Ding auch spielen konnte, obwohl es eine Bauart hat, die seit fucking 300 Jahren niemand mehr verwendet. Ja, danke. Klar, konservativer Moment, Alter. Ohne Scheiß. Pimmelt mal nicht so rum. Ich hab's absolut nicht verstanden. Aber ich habe mich auch damit nicht auseinandergesetzt. Also von daher, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich damit nichts zu tun haben musste. Ja. Ja. Cool. Das war auf jeden Fall, das ja, fand ich auch. Ja, also wie angekündigt, müssen wir heute pünktlich Schluss machen, obwohl Michael natürlich, weil er natürlich mal wieder arbeiten musste, wie ein verantwortungsvoller Erwachsener. Ja. Und deswegen zu spät gekommen ist. Aber ich muss auch sagen, dein Ding ist auch gay, du willst mit Frauen abhängen. Ist echt das stimmt, das ist ja. 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 Am Sonntag wählt Österreich Bundespräsidenten. Ja, was ist da für. Läuft das gut? Weil momentan wählt ja jeder. Also in Italien wurden Nazis gewählt, in fucking Brasilien. Ist ja. Runoff Elections zwischen Nazi und der Dude, der vorher drin war. Ja. Ja, schaut gut aus laut Umfragewerten. Es wird vermutlich der Incumbent bleiben. Es ist Österreich. Ja. Okay. Es ist, und der ist gut? Ich meine, er ist okay. Er ist kein Nazi. Das war nicht derjenige, der dein Lieblingskandidat ist, ne? Nein. Also ich sage immer, mein Verstand ist bei Alexander Van der Bellen, dem jetzigen Bundespräsidenten, was meine Wahl betrifft. Aber mein Herz ist bei Marco Pogo. Mein Verstand und mein Herz sind beide bei Alexander Markus. Ich hoffe, der macht's.
Bundespräsident Alexander Markus gewesen. Ich habe gehört, der ist Elektriker, der ist nah bei den Leuten. Bundespräsident Dillian Harper. Diesen Witz verstehen nur Leute, die sich mit Pornografie auskennen. Ja. Also unsere. Also ich nicht. Unsere minderjährigen Zuhörer und ja. Michael. Der, ihr wisst nicht, ihr versteht nicht, wovon ich rede. Ja. Hell yeah. Okay, ja, cool. Müssen wir jetzt aufhören, ja. Ja, wir müssen jetzt aufhören. Müssen wir jetzt aufhören. Alles. Müssen wir jetzt aufhören? Diesmal so eine 45-minütige Folge. Ja, weil, wir müssen ja auch wieder lernen, wie das geht mit den Podcasts. Genau. Wir haben heute gar nicht über Politik geredet. Gideon dachte, er darf Urlaub nehmen. Ja. Ja gut, ich hätte ja eh Corona gehabt zwischendurch. War übrigens nicht schlimm, also bei mit Corona, du hättest ja Corona machen können, auch mit Podcast, ne? Der Montag war schon noch scheiße. Danach wäre okay gewesen, glaube ich. Danke fürs Zuhören. Ballern. Tschüss.